Nightlife, Restaurants, Shopping, Entertainment und mehr. Entdeckt die Top-Adressen in und um Augsburg und sichert euch exklusive Vorteile. Klickt players-card.de. Steinhardt-Brüder vor der Kamera. Habt man auch noch nicht. Manu, Thomas. Manu, den Bruder zu Gast. 0:6 standesgemäß gegen den Bundesligisten. Du als Neuzugang hier in Eindlingen, wie zufrieden warst du heute? Ja, ich denke, wir können alle zufrieden sein. Natürlich, vielleicht wollten wir ein bisschen mehr dagegen halten, gerade am Anfang. Aber die waren sehr gut. Die sind frisch vom Trainingslager gekommen. Vielleicht waren sie aus ihrer Sicht ein bisschen müde, klar. Aber die sind einfach richtig gut. Gerade am Schluss die Außenspieler, mein Bruder und auch der Goya war das, glaube ich. Die haben richtig Power drin. Da musst du voll dagegen halten. Und die, nach dem Sprint sind die topfit und wir nicht. Wir schnaufen danach. Und mei, da muss man Tribut zollen und sagen, die waren halt wirklich sehr, sehr gut. Thomas Steinhaar, frisch aus der Jugend, zunächst einmal U23 beim FCA, jetzt Profi-Luft schnuppern beim FC Augsburg. Wie ist dein Eindruck, wenn es mit den Jungs auf dem Platz zur Sache geht? Ja, super, ist ganz was anderes, das Tempo ist viel schneller und die haben mir alle super geholfen. Das war jetzt schon das fünfte oder sechste Mal, wo ich mitspielen darf. Und wirklich, also mit Marcel de Jong auf einer Seite zu spielen, ist wirklich super. Und die haben mir alle geholfen, die Jungs. Haben mir Tipps gegeben, haben mich motiviert und macht dann richtig Spaß, mit denen zu spielen. Wie war die Woche jetzt im Trainingslager? Sehr hart für dich? Da war ich nicht dabei. Ich war nicht dabei. Ich war U23, wir hatten selber viel Training, Testspiel und heute durfte ich wieder mitspielen. Genau. Gut, Jungs, wann habt ihr das letzte Mal miteinander oder gegeneinander gespielt, Manu? Ich glaube, noch nie. Gegeneinander, wir haben vier auseinander. Ich glaube, noch nie. Also vielleicht einmal im Hobbyturnier oder so, aber sonst war es allererste Mal heute. Und dann ein riesen Einstand. Bruder FC Augsburg, ich neu hier. War eine super Sache. Ja, Thomas, wenn man jetzt hier bei den Profis mitspielen darf, motiviert das noch mehr für die Saison jetzt bei der U23, um sich zu präsentieren und zu empfehlen? Ja klar, das Ziel ist immer nach oben zu kommen, das Höchste. Und ich werde in U23 alles geben und wie in der U19 damals schon, wo wir aufgestiegen sind, jetzt einfach alles geben, dem Team helfen, vielleicht in der Regionalliga auch ein Wort mitzumischen. Jetzt haben wir das erste Spiel gegen Bayern 2, das wird schwer genug, aber ich denke, wir sind gut vorbereitet, haben gutes Training bisher gehabt und ich bin da recht positiv gestimmt. Ja. Jungs, danke fürs Interview, wir wünschen euch, Manu in der Bayernliga, viel Erfolg mit dem TSV Eindlingen, Thomas mit dir. U23 FCA Regionalliga ist ja natürlich auch eine klasse Sache. Viel Erfolg und danke fürs Interview.